Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder einen Adventskalender für euch und das ist der Sephora Favorites Adventskalender. So sieht das ganze Stück aus. Ich bin gespannt. Ich hole das mal dann aus diesem Umverpackungsgedönse hier raus. Also das ist nur so ein Schubding, wie auch immer man das nennt. Und das hier ist dann der Kalender. Und das Ganze kann man aufklappen und dann sieht das von innen so aus. Also ist wiederverwendbar, finde ich auf jeden Fall ganz nett. Ist jetzt nicht extrem weihnachtlich, aber finde ich in Ordnung. Also vom Aussehen her ist okay. Ist jetzt kein Wow, aber ja, ich bin gespannt. Ich blende euch alles weitere hier oben ein. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung genau, wie viel der nochmal gekostet hat. Ihr findet es hier. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich bin super, super, super gespannt auf diesen Adventskalender. Ja, schauen wir doch einfach mal. Der Adventskalender hat übrigens zwei Lagen. Also es gibt eine obere Lage und darunter sind dann nochmal weitere Türchen. Hier habe ich die Nummer 1. Ist der hier kaputt oder ist das Absicht? Ich weiß es nicht. Die 1, die mache ich mal mit euch auf. Und ich bin so gespannt. Also ich habe so grob schon mal gesehen, was da drin ist. Aber ich habe mir jetzt nicht alles genau angeguckt. Ich wollte nur wissen, ob er das für mich wert sein wird oder nicht. Weil ich wollte jetzt nicht unnötig viel Geld ausgeben noch, weil eigentlich wollte ich mir noch einen einzigen Adventskalender kaufen. Jetzt ist es der auch noch geworden. Ja, ich kann mich da nicht zurückhalten. Aber wir schauen mal. Hier habe ich von, oh Gott, wie heißt denn? Bioma Hydrating Milky Toner. Das hört sich super gut an. Der ist auch schön groß. Also auf der Verpackung steht auch drauf, 14 Originalprodukte. Das hier sind 150 Milliliter, ein Toner halt, Hydrate and Repair. Das finde ich super. Toner habe ich gar nicht mehr so viele da, deswegen finde ich das auf jeden Fall nicht schlecht. Gefällt mir. Dann die 2. Oh, Leute, ich freue mich schon so. Das ist die 2, die machen wir einmal auf. Oh, ich bin so gespannt. Und zwar haben wir da von Tarte eine kleine Palette, einfach als zweites Türchen schon. Das ist halt mega, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das was ist, was ich behalten werde, weil ich weiß nicht, ob ich so kleine Paletten brauche, aber so sieht die aus. Super süß. Und das sind die Farben. Warte, ich mache mal gerade das hier ab. Das sind die Farben in der Palette. Und ist das nicht super schön? Also für Leute, die vielleicht nicht ganz so viel haben oder zum Mitnehmen. Es sind so eher nudige, aber auch leicht in die lila Farben der Richtung. Ja, kann man sagen, Aubergine. Also ist trotzdem sehr nude noch. Finde ich super schön. Weiß ich noch nicht, ob ich das selber verwende. Kann ich auch gar nicht sagen. Aber finde ich super. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Dann die Nummer 3. Die muss ich erstmal rausbrockeln. Die hängt ganz schön fest. In der 3. Von Olaplex. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die noch nie Olaplex getestet haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehöre da zu der Minderheit. Und zwar Olaplex Nummer 3. Repairs and Strengthens All Hair Types. Genau. Werde ich sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall interessant. Freue ich mich auch darüber, das zu testen. Und hat auch eine gute, 100 Milliliter sind das. Also das sind bis jetzt gute Mengen, würde ich sagen. Die 4. Wow, etwas von Milk Make-up. Habe ich auch noch nichts von. Und da freue ich mich übelst drüber. Hier, können wir erstmal kurz gucken. So sieht das aus. Und das ist der Matte Bronzer. Was die Farbe ist, das Baked? Ich glaube schon. Das sind 5,7 Gramm. Da ist jetzt noch ein Schutz drauf, aber so sieht das aus. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Da freue ich mich richtig drüber, sowas mal zu testen. Auch die Größe finde ich gut. Das ist eine gute Größe, die man aufbrauchen kann. Das finde ich sehr gut. Machen wir demnächst, würde ich sagen, in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal ein First Impression Video. Ich habe nämlich noch andere Sachen. Hier liegt nämlich noch was schön Neues neben mir. Das möchte ich euch auch unbedingt zeigen. Wo waren wir? Die 4. Dann kommen wir jetzt zu der 5. Die haben wir hier. Und Leute, wenn ich da bis jetzt hingucke, also bis jetzt sind da echt super Sachen drin, kann man echt nicht anders sagen. Jetzt haben wir was von der Eigenmarke. Gehört hier, finde ich, auch mal rein. Sephora Hyaluronic Acid All Day Hydrator. Hydrate and Glow. Ja, also einfach eine Tagespflege, auch die werde ich gerne mal testen. Das sind 50 Milliliter, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Gefällt mir auch sehr gut.
die Nummer 6. Leute, jetzt habe ich endlich mal wieder so einen richtig schönen Kalender hier. Kann ich mich richtig freuen, weil ich war ja bei dem Manhattan. Der war sein Geld, was ich dafür bezahlt habe, seht ihr vielleicht unten, war er wert. Aber er hat mich nicht umgehauen. Den letzten, den ich ausgepackt habe von Isana da oder von Rossmann, war für mich komplette Katastrophe. Und jetzt endlich mal wieder was, was hoffentlich sein Geld wert sein wird. Und zwar habe ich hier von Ilia. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ich hoffe mal. Tenderly Multistick. Oh, werde ich auch gerne testen. Das fühlt sich übrigens richtig hochwertig an. Das war jetzt die 6, ne? Finde ich ein gutes Produkt. Also einfach hier so, also ich werde es natürlich als Blushstick benutzen. So sieht das aus. Das finde ich eine sehr schöne Farbe, die, glaube ich, vielen Leuten passt und auch gefällt. Also da freue ich mich auch sehr drüber. Und genauso mit dem Bronzer. Ich denke, das ist so ein... Der ist nicht unbedingt für ganz helle Häutchen, aber wenn man das gut ausblendet, es könnte was sein. Also wir gucken mal. Bis jetzt ist es jetzt noch nichts, wo... Ja, was so super farbgebunden ist, würde ich sagen. Das passt erstmal so. Dann haben wir die 7. Und in der 7 haben wir von Invisibobble 2 Haarspangen. Ja, das finde ich ganz nett. Also ist jetzt nichts Krasses, aber keine Ahnung, um sich mal die Haare so ein bisschen wegzuklemmen. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Es kann ja auch nicht jedes Produkt so richtig heftig sein. Und das wird auch seinen Wert haben. Invisibobble ist ja auch nicht jetzt eine Ramschmarke, sage ich mal. Genau, das war die 7. Jetzt kommen wir zu der 8. Oh, da bin ich auch gespannt drauf. Schon so viel darüber gehört. Und zwar Color Wow Dream Coat Supernatural Spray Magical Transform Texture. Dream Coat. Ja, das muss ich mir nachher nochmal ganz genau durchlesen, ob das für mich Sinn macht. Shampoo Conditioner. Ja, muss ich mir genau durchlesen. Auf jeden Fall haben wir einmal dieses Produkt von Color Wow drin. Die Marke auf jeden Fall super cool. 50 Milliliter ist in Ordnung, um das ordentlich zu testen, würde ich sagen. Dann die 9. Ich denke, hier ist ein Lip Liner oder irgendwas in die Art dran oder vielleicht sowas. Oder Eyeliner, Lip Liner. Und zwar ist das, oh, von Makeup Forever Artist Color Pencil. Scheinbar für Lippen oder Augen. Das ist ein, die Farbe 600 Anywhere Caffeine. Und das ist einmal, das ist so ein bräunlicher Ton. Finde ich in Ordnung, finde ich gut. Werde ich wahrscheinlich mal austesten, weil ich mag Make-up Forever sehr gerne. So, dann kommen wir zu 10. Die muss ich auch erstmal rausbrockeln wieder. Oh, und da haben wir was von Rituals drin. Ich glaube, da freuen sich auch die meisten, weil ich kenne kaum jemanden, der Rituals nicht mag. The Ritual of Sakura Renewing Body Scrub. Also ein Peeling einmal hier drin. Und das sind 125 Gramm. Finde ich auch super. Ich freue mich. Leute, ich freue mich. Oh, jetzt kommt das Produkt. Das Produkt, was ich gesehen habe, was mir auf jeden Fall meine Kaufentscheidung abgenommen hat. Ja, das ist es. Die Nummer 11. Und zwar ist es einfach ein Kajali-Duft. Und ich habe mir schon mal einen gekauft und ich habe so ein Probenset, aber noch nicht benutzt. Und ich wollte unbedingt Kajali immer mal austesten und boah, bin ich gespannt. Ich rieche da noch nicht so viel raus, aber ich möchte es jetzt noch nicht testen. Es kommt erstmal in meinen Schrank. Ich mache das nämlich momentan eigentlich immer so. Ich brauche erstmal ein Parfum irgendwas auf. Und dann hole ich das nächste dazu. Deswegen, ich mag nicht so 100.000 Sachen aufhaben. Ich rieche, glaube ich, so ein bisschen die Vanille raus. Das steht drauf, Vanilla 28. Darüber freue ich mich mega, mega doll. Das sind 10 Milliliter. Ja. Ich glaube nämlich, das, was ich mir gekauft habe, ist dies mit Litchi gewesen. Aber das ist auch... Yes! Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so drüber freuen würdet, wenn ihr den auspackt oder ob das was für euch ist. Jetzt sind wir dann jetzt bei der Hälfte, bei der 12. Und da habe ich Sephora Care Make It Glow. Was ist das? Ich muss gleich mal einmal hinten lesen. Was ist das? 03 Sunset Shine Make It Glow. Schimmer. Ist das für die Augen? Da steht Augen und Lippen, glaube ich, drauf.
Okay, das ist jetzt, glaube ich, das Erste. Also finde ich in Ordnung, finde ich absolut in Ordnung. Ist jetzt kein Produkt, was irgendwie scheiße ist. Aber ich werde es nicht benutzen, glaube ich. Weil für die Augen, ich benutze ungern Liquid und das ist mir auch zu glittery für die Lippen. Das lege ich beiseite. Da kann sich einer im Adventskalender freuen. Ich packe nämlich gerade zwei Adventskalender für euch mit Produkten, die ich zum Beispiel aus Adventskalendern, Boxen oder habe, die ich selber nicht haben möchte oder nicht brauche. Und dafür packe ich euch jetzt ein bisschen was und die werde ich demnächst verlosen. Also bleibt gespannt. Ja, aber einmal das finde ich an sich gut, aber einfach jetzt nicht für mich. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich gucke mir jetzt das einmal an. 12 Sachen liegen jetzt hier und ich bin begeistert. Eine Sache, die ich persönlich nicht verwenden möchte, die ich aber absolut nicht schlecht reden möchte. Ja, ihr merkt es, ich bin komplett begeistert. Das war doch jetzt die 12, oder? Wo ist denn dann die 13? Ah, da. Die versteckt sich. Da muss ich aber gerade mal einfach ein bisschen was rausholen. So, jetzt habe ich es schon. Die 13 ist länglich. Oh ja, geil. Es sind so schöne Produkte drin. Und zwar von Huda Beauty Liquid Matte Lipstick in der Farbe Bombshell. Einmal ein Liquid Lipstick von Huda. Auch den werde ich liebend gerne ausprobieren, weil ich am liebsten Liquid Lipsticks trage. Also schön, die lange halten. Oder aber ich trage nur einen Gloss oder so. Aber ungern oder seltener so richtige Lippenstifte. Das ist nicht so meins. Freue ich mich mega drüber. Also werttechnisch kann der auf jeden Fall ganz schön was. Jetzt müsste ich bei der 14 sein. Wo haben wir die denn da? So, da haben wir was Kleines drin. Was ist das denn? Rabanne Color Shot Cream to Paint Metallic Liquid Eyeshadow. Ah, in so einem Goldton. Das ist so ein kleiner... Sieht ganz cool aus. Auch das, ich hatte ja eben gesagt, Liquid Eyeshadow ist jetzt nicht so meins. Ich denke, auch das werde ich wegpacken. Oh, ich würde es so gerne einmal testen, aber ich will es jetzt nicht öffnen. Ne? Könnte ich, glaube ich, verstehen. Color Shot, ja, müsste aber so ein Gold sein. Finde ich auf jeden Fall interessant. Aber auch der geht weiter. So, die 15 ist ein Riesen-Oschi. Das ist das größte Päckchen hier drin, ist aber auch leichter. Oh, da sind sogar zwei Produkte drin. So kann es halt auch gehen, ne? Also, ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar von Dr. Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel. 3 Treatments, also ein Peeling mit AHA und BHAs. So. Finde ich interessant, werde ich definitiv austesten. 2,2 Milch. Ich muss einmal kurz reingucken. Ah, das ist, glaube ich, so Pulver, was man sich anrührt. Okay, exfoliate and smooth. Oder sind das Tücher? Ich bin mir gerade unsicher, aber es kommt auf jeden Fall immer in so ein Zweier-Ding. Einmal exfoliate and smooth und dann Anti-Aging Neutralizer. Werde ich gerne mal testen, finde ich interessant. Aber das war es ja noch nicht. Wir hatten ja noch was Zweites da drin. Mega. Von 111 Skin Harley St. London Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Auch die werde ich liebend gerne mal testen, weil ich glaube, ihr wisst, ich mag Tuchmasken sehr gerne. Und die Marke habe ich noch nie getestet. Freue ich mich drüber. Freue ich mich sehr drüber. Die 16. Moroccan Oil Frizz Shield Spray. Also gegen Frizz. Auch das finde ich super. 50 Milliliter. Auch eine schöne Marke, die sehr gehypt mal war. Ich glaube, so krass ist sie nicht mehr in aller Munde. Aber freue ich mich auch drüber. Was für die Haare. Also wir haben fast alles schon. Ne? Also vielleicht noch so eine Bodylotion oder so. Könnte noch drin sein. Aber wir sind jetzt auch erst beim 17. Türchen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich liebe. Ich liebe, liebe, liebe diesen Adventskalender. Und wenn man gerade vom Body spricht. Dann haben wir, das darf natürlich auch auf keinen Fall fehlen, von Sol de Janeiro, die Brazilian Bum Bum Cream. Oh, da ist sie einmal, genau, hat eine gute Größe, ist jetzt nicht so diese super kleine, das sind 75 Milliliter und die sind ja auch nicht gerade günstig. Leute,
wenn ihr überlegt, euch den zu holen und euch, ihr seht jetzt, was drin ist. Also ich kann es euch nur empfehlen. Es macht einfach auch Spaß. Es ist jeden Tag was Tolles drin. Es ist einfach, macht Spaß. Das soll ein Adventskalender machen. Es soll ihm jeden Tag Freude bereiten. Also gut, mir wird es jetzt nicht jeden Tag in dem Sinne Freude bereiten. Aber es ist einfach fantastisch. Und hier noch etwas, was ich gerne testen wollte und jetzt hier drin habe. Und zwar von Anastasia Beverly Hills, das Loose Setting Powder. Und auch hier haben wir es halt in einem nicht farbgebundenen Ton. Das kann jeder nutzen. Das finde ich richtig, richtig gut. Tolle, ja, eine tolle Größe ist das. Wirklich, da kann man, das hält lange, wenn man jetzt nicht nur das benutzt. Das ist mega. Ich freue mich richtig, 6 Gramm, das ist voll in Ordnung. So, in der 19 haben wir von Fenty Beauty die Heather Thick Volumizing Mascara. In einer großen Größe. Das wird eine Full-Size-Mascara sein, was natürlich auch super cool ist. Werde ich auch gerne austesten. Yes, und jetzt kommen wir im 20er-Bereich. Hier kommt die 20. Was haben wir da? Niacinamide-Serum von The Inky List. Okay, finde ich in Ordnung. Ja doch, nein, finde ich gut. Für ein Serum hatten wir das so schon? Ich glaube nicht. Ne? Wir hatten Toner, aber kein Serum. Ja, finde ich super, super interessant. Wie viel ist hier drin? Leute, ich bin immer blind, was sowas angeht. Ne? Das ist unfassbar. Da, 30 Milliliter ist für ein Serum eine gute Größe. In der 21 haben wir wieder zwei Produkte, was einfach mega ist. Und es passt so gut zusammen. Es ist einfach toll. Und zwar haben wir hier einen Nagellack und einen Topcoat, wird das, denke ich, sein. Ja, ein Topcoat von Sephora. Und das ist einfach so geil. Das sind zwei Produkte, die zusammenpassen in einem Türchen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ganz normaler Topcoat von Sephora. Nichts Besonderes in dem Sinne. Und hier haben wir eine Farbe, und zwar die 902 Bronze Shine. Und ich glaube, den werde ich austesten, weil ich habe bis jetzt noch keinen Sephora-Nagellack. Was soll ich sagen? Mega, mega. Ich glaube, man kann wirklich nicht meckern bei diesem Adventskalender. Also mir fällt nichts ein. Es ist jetzt nichts hundertfach drin von einer Sache. Es ist gut gemischt. Es ist dekorativ drin. Es ist Pflege drin. Es ist, wie gesagt, für die Haare, fürs Gesicht, für den Körper, ein Duft. Accessoires. Mega. So, ich packe hier schon einfach aus. Wo waren wir denn jetzt? Bei der 22. Und zwar auch was Tolles, was ich gerne testen wollte. Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil. So, sieht einmal das aus. Einmal ein Lippenöl. In einer sehr schönen Verpackung. Und das werde ich sehr, sehr gerne testen. Noch lieber hätte ich davon Blush drin gehabt. Aber es ist halt super. Ich habe auch noch kein... Auch doch, ein Lippenprodukt haben wir schon. Aber das ist ja auch ein bisschen pflegemäßig. Ist ja ein Öl. Also, ich wiederhole mich, Leute. Ihr merkt es, ich bin begeistert. Genauso wie von dem Asam Adventskalender, den ich gekauft hatte, dem Premium. Puh, Leute, ich krieg's nicht auf. Die 23. Ja, die möchte nicht so ganz. Ich will das auch nicht zerstören hier. Boah. Passt da genau rein. K18 oder K18 Biomatic Hair Science Leave-In Molecular Repair Hair Mask. Okay, das ist immer das hier. Ja, finde ich in Ordnung. Werde ich ausprobieren. Leave-In. 15 Milliliter. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich kenne weder die Marke noch. Keine Ahnung. Und hier haben wir das letzte Türchen, die 24. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich nicht weiter auspacken kann. Aber die Ausbeute ist mega, mega gut. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß auch nicht mehr, was hier drin sein müsste. Ah doch, mir fällt es wieder ein. Hatte ich auch noch nichts von. Finde ich also cool, uns zu testen. Make-up by Mario, eine Palette. Und es ist eine natürliche Palette, soweit ich weiß, aber ich habe noch nichts davon getestet und die werde ich dadurch selber testen. So, ich mache das Ganze mal auf. Einfach wow. Wirklich einfach wow. Das ist Glam Quartz Bronzy Glam.
Und das sind die Farben. Ich denke, das ist halt auch, wie gesagt, einfach eine Palette, die für jeden was ist. Ich fände es jetzt noch schöner, es sind halt drei schimmernde Töne drin und nur ein matter. Ich hätte jetzt ein ausgewogenes, ja, das ausgewogen besser gefunden, aber es ist vollkommen in Ordnung und zum Reisen und so, das ist total cool. Ich freue mich. Ja, Leute, ihr habt es selber gesehen. Ich bin super gespannt. Schreibt mir bitte unten rein, wie ihr den Kalender findet. Ob ihr den genauso gut findet wie ich oder was ihr dazu sagt. Ich hatte noch nie einen von Sephora. Der hat mich jetzt aber umgehauen. Ich finde ihn wirklich richtig, richtig toll. Die haben nichts falsch gemacht, meiner Meinung nach. Es sind weder Füllprodukte drin oder. Es sind tolle Produkte, gut durchdacht. Es war eine gute Mischung mit den Produkten, dass nicht immer nur Pflege kam oder nur dekorativ. Das war wirklich sehr gut. Und ich habe wirklich absolut gar nichts auszusetzen. Nichts. Mir würde nichts einfallen, was sie besser machen könnten. Es war top. Na klar, der Wert könnte immer noch höher sein. Aber das ist wirklich mega, mega gut. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr es findet. Ob ihr ihn auch bestellt habt oder welche Adventskalender euch dieses Jahr super doll interessieren. Es würde mich auch interessieren, was ihr euch kaufen wollt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, es gibt bald auch noch einen Adventskalender und dass der mir genauso gut gefällt wie dieser. Bis dann, ihr Lieben!